herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. UFOs, jetzt habe ich den alten Titel gesagt. Journalismus und höhere Intelligenz ist der Titel der heutigen Sendung und meine Gäste sind Peter Hiss und Chris Haderer. Natürlich den CropCom, mit dessen Hilfe sich Hörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar die Website von CropFM, cropfm.nur.at und dann auf CropCom klicken. Wir sehen hier diesen Chat ein und gehen gern gegen Ende der Sendung vor allem auf die Fragen ein. Ein Newsletter, den man von der Startseite aus beziehen kann, cropfm.mur.at. Man kann sehr gerne mailen, cropfm@mur.at oder vom Link von der Startseite aus. Es gibt einen Podcast und ein Archiv mit fast allen, bis auf die erste bisherigen Sendungen, ein Forum, in dem sich gerade zu diesem Thema heute immer unzählige Neuigkeiten zu finden sind. Und seit neuestem auch ein Newsfeed, falls man die CropFM News, die ich jetzt gleich vorlesen werde, oder hören. Auszug daraus als RSS-Feed abonnieren möchte. Ein spirituelles Kabarett gibt es am Grenztreff Graz zu sehen, und zwar am Samstag, den 19. April. Und Näheres wie immer auf der Website vom Grenztreff www.grenztreffgraz.at.tt. Und übermorgen, am Sonntag, erscheint auch ein sehr interessanter Podcast meines lieben Freundes Walter Brandner. Und zwar die Folge 45 des Podcasts Überklang, erscheint am 13.04., also übermorgen. Und zu hören sind Flexen bzw. Luxus, da wo auch ich seit Jahren irgendwie ein Teil oder eine Hälfte davon bin. Ich habe da ein bisschen Rede und Antwort gestanden dem Walter Brandner anlässlich des Releases des Albums Milky War, das schon vor 8 Jahren eigentlich fertiggestellt wurde und jetzt endlich auch wirklich zugänglich ist. Man kann sich es aber auch physisch bei Kick kaufen. Dort gibt es quasi die CD und ab übermorgen gibt es Milky War zum Gratis-Download auf Walter Brandners Bui auf seinem Netzlabel. Und eine Sendung mit vielen alten Musikstücken, die wir vor, keine Ahnung, 10 Jahren aufgenommen haben und die wir jetzt irgendwie aus dem Keller gegraben haben. Und ich glaube, so ungefähr 20 Nummern oder was, die Walter da aus dem Archiv spielen wird. Und dann eben das Album Milky War. Sozusagen irgendwie ein musikalisches Outing, kann man sagen. Rupert Sheldrake stabbed in leg during a conference. Eine sehr seltsame Meldung. An Englishman named Rupert Sheldrake speaking on a thought transference
during an international conference at La Fonda on Wednesday was stabbed in the leg by a Japanese man who seemed upset by his remarks, witnesses said. Hirano, eben dieser Mann, der Rupert Sheldrake in den Fuß gestochen hat, had been attending the 10th anniversary conference on science and consciousness. Other attendees said he had been acting oddly. They said he confronted Sheldrake earlier this week, telling him he heard voices and saw demons. Das ist sicher sehr beunruhigend. Ich frage mich nur, was Rupert Sheldrake da dafür kann. Drohnen oder Fotos dieser wirklich seltsamen Dinger, die da immer wieder Leute sehen, offenbar, zumindest gibt es Augenzeugen. Man hat ja einem Video zugeschrieben. Avery, der Ersteller dieses Videos, ein Pop-Video, hat aber jetzt gesagt: "The videos I created, which eventually culminated into the music video for Drone. The musicians are all inspired by the original photos. I myself am totally unsure as to the origin of the images beyond what I already know, i.e. anonymous witnesses." Sind nicht alle anonym, aber okay. "Since then, I have been accused of being the originator of the whole drone saga, and the photos were in fact just a viral campaign to promote the eventual video. This is definitely not the truth." Er wäre sogar froh, wenn er sich das alles ausgedacht hätte, denn es wäre ziemlich ein genialer Marketing-Schachzug gewesen. Aber er hat sich auch nur inspirieren lassen von Aufnahmen und von gewissen Zeugenaussagen und ist also nicht der Originator oder der ursprüngliche Ersteller mittels Computergrafik dieser Drones. Und ob die überhaupt mit Computergrafik erstellt wurden, bezweifle ich jetzt einmal, denn es gibt, wie gesagt, sehr viele Augenzeugen. Und Linda Howe bringt fast jede Woche neue auf die Bühne, die die Dinger gesehen haben und sich eben, wie wir alle, nicht erklären können, was sie denn sind. Vielleicht ist Global Warming doch nicht so schlimm, denn die Ultramarines have arrived. Ich habe das am 1. April gepostet, ist aber nicht das April-Scherz gemeint, auch nicht vom Verfasser. Dr. Byron heißt er, glaube ich. "It's my pleasure and joy to announce that the 12 environmental scientists from the planet Ultima have now arrived on Earth. Their mission is to work on remedying the environmental damage which has occurred in so many of our ecosystems. They will teach our scientists and show them the advanced technology which they use to help clean up Earth faster than we can do it on our own without such advanced environmental knowledge and equipment." Wie gesagt, Dr. Boylan heißt er, ist Psychologe, wenn ich mich jetzt recht entsinne, meint das alles völlig ernst und ist in Kontakt mit der sogenannten Galaktischen Föderation. Ein sehr interessanter Spike im breiten Spektrum der Behandlung dieses Themas im Internet. In den herkömmlichen Medien findet man solche Dinge eher selten, aber darüber werden wir heute ja noch diskutieren. Ein interessantes Video gab es von der Endeavour, das war also von NASA TV, ein Live-Link, da sieht man also, was auch immer, irgendwelche Dinger, die da blinkend durch die Gegend fliegen. Ein sehr interessantes Kommentar der Crew, beziehungsweise in Kommunikation mit der Bodenstation: "Sie müssen da ein paar andere Sterne suchen, denn sie wollen sich da irgendwie, glaube ich, orientieren." Mehr kann man da nicht heraushören. Interessant, in der Diskussion hat es dann gleich ein Posting gegeben von einem Video, das, also nicht absichtlich, aber es war einfach ein Video, wo man ein angebliches UFO beim Start sieht, das sich relativ schnell als Hoax herausgestellt hat, ob willentlich oder nicht, weiß ich nicht, von jemandem, der das Video erstellt hat. Es war einfach eine schnell abgespielte Aufnahme eines Hubschraubers. Und was dann passiert ist, ist, dass einfach niemand mehr über dieses wirklich interessante Video, man muss es einfach anschauen, das da von NASA TV live vom Space Shuttle gesendet wurde. Also über das hat dann keiner mehr gesprochen. Und so geht es auch in Wirklichkeit recht oft. Dann gibt es noch UFO-Aktivisten, die das kanadische Parlament da informiert haben und ihnen die Dokumentation Fast Walkers an 30 ausgewählte Politiker überbracht haben. Und das soll also der erste Schritt sein, um ein politisches Bewusstsein gegenüber dem UFO-Phänomen zu entwickeln und eine parlamentarische Anerkennung und Analyse der Auswirkungen auf die staatliche Politik durch das UFO-Phänomen soll die fördern.
Gibt es ja viele derartige Initiativen, Frankreich, Irland und so weiter, alle machen auf quasi. Eine interessante Buchneuheit gibt es auch noch von Dagmar Neubronner, siehe auch Sendung Teenager-Befreiung, und zwar die Freilerner. Und dann gab es natürlich noch eine Meldung über die aktuellen Sichtungen über Knittelfeld. Also bis vor ein paar Tagen haben Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb wieder Objekte gesehen und sich ziemlich geärgert, weil sie diese auch melden wollten, aber irgendwie nicht wirklich ernst genommen wurden. Über das werden wir heute ja noch ausführlicher sprechen, und es wird auch ein paar Clips mit den beiden zu hören geben, wo sie über ihre Sichtungen und über ihre Erfahrungen mit der Presse berichten. Viele glauben ja, dass hinter dem UFO-Phänomen tatsächlich eine höhere Intelligenz steckt. Das ist durchaus wahrscheinlich, obwohl natürlich immer wieder das Synonym UFOs mit Aliens oder deren Existenz gleichgesetzt wird, was natürlich Blödsinn ist, denn diese Sichtungen werden definitiv gemacht. Ob diese Sichtungen auf außerirdisches Leben zurückzuführen sind, in dem engeren Sinn jetzt, ist eine völlig andere Frage. Mich habe eigentlich ursprünglich ein bisschen so darüber nachgedacht, was mich vor allem überzeugt hat, dass an dem Ganzen irgendwie mehr dran ist als nur Spinnerei oder Betrunkene, die um 3 in der Früh irgendwas sehen, waren die oft sehr hilflosen Erklärungsversuche mancher Experten. Denn die haben so dermaßen nichts mit dem zu tun gehabt, was dann Leute gesehen haben, ohne aber auch gleichzeitig offen zu sagen, dass man glaubt, dass diese Leute entweder lügen oder einfach Illusionen haben. Nur in jedem Fall waren diese Erklärungen immer, wie gesagt, völlig entkoppelt von dem, was eigentlich erklärt werden soll. Das Foto übrigens auf der Startseite zum Ankündigen, das hat Matthias Töpfer gemacht. Nochmal ein großes Danke. Er hat sich jetzt den ehrenvollen Hut aufgesetzt, immer wieder die Covergestaltung von Crop FM zu übernehmen, sofern es ihm seine Zeit erlaubt. Und es ist ein bisschen so der Albtraum jedes Journalisten, würde ich sagen. Man bringt eine große Story raus und das Ganze entpuppt sich als Fake, aber da werden wir heute ja dann mit meinen beiden Gästen noch drüber sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen auch von einem Herrn aus Wien, einem Hörer, sehr interessante Aufnahmen von Sendungen aus den 80ern und 90ern zugesandt bekommen, Schioktelich etc., wie über das UFO-Phänomen gesprochen wurde. Der völlig falsche Rahmen, um über derartiges Thema zu sprechen, glaube ich. Viel zu komplex, und es kann da einfach in diesem Umfeld zwischen Hausstauballergie und Hauskatzen nicht behandelt werden. Club 2 wäre zum Beispiel ideal gewesen, um diesen rosa Elefanten, der da immer wieder durch die Gegend geistert und den keiner gesehen haben will, vielleicht zu behandeln oder viele nicht gesehen haben wollen. Das Interesse meiner Meinung nach besteht. Auflagen gehen immer wieder in die Höhe, obwohl dann wieder zum Beispiel Leute wie Angelina Joyner, die über Stephenville berichtet haben, irgendwie mehr oder weniger hinauskompromittiert werden aus ihrem Job. Die Frage ist einfach, warum ist es seit über 60 Jahren nicht möglich, eine vernünftige öffentliche Diskussion über dieses Thema zu führen? Material ist mittlerweile wirklich mehr als genug vorhanden. Und einiges gibt es auch in dieser Sendung zu hören. Und ich sitze Gott sei Dank nicht allein da, sondern mit Chris Haderer und Peter Hiss. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Freue mich, dass ihr wieder mal bei mir zu Gast seid. Ich brauche euch ja, glaube ich, näher vorstellen. Chris kennt man sowieso. Beide. Und Peter, du warst schon öfter bei mir zu Gast, zum Beispiel über Satanismus oder Chemtrails oder über, was war die dritte Sendung? Genau, HARP zu sprechen. Mhm. Du bist Chefredakteur beim Evolver. Beide seid ihr freie Journalisten, Buchautoren, die auch schon einiges an Erfahrung gesammelt haben mit, ich sage mal, grenzwissenschaftlichen Themen. Zum Beispiel ein Buch über Chemtrails, über das wir auch eine Sendung mal gemacht haben. Aber ihr seid jetzt nicht wirklich irgendwelche UFO-Buffs, die nur über das berichten, sondern ihr müsst auch Geld verdienen, und das geht offenbar mit
solchen Geschichten nicht oder doch? Schwer zu sagen, das wollen wir heute irgendwie herausfinden. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr der Person sagen möchtet, das mit dem heutigen Thema irgendwie in Verbindung steht? Oder das ihr sowieso über eure Person sagen möchtet, das ich jetzt ausgelassen habe? Von mir wird nichts einfallen. Na, mir gefällt ganz gut, dass wir uns diesen Titel ausgesucht haben, Journalismus und höhere Intelligenz. Ja, genau. Wie wir heute beweisen werden, hat Journalismus mit Intelligenz nichts zu tun. Und jetzt warten wir auf die Einspielung von dem Interview. Genau. Der Arbeitstitel war UFOs und die Medien, der war mir aber viel zu platt und dann haben wir uns nach langem Hin und Her auf Journalismus und höhere Intelligenz geeinigt und haben es auf meinem Schwindelzettel nicht ausbessert. Und so habe ich eben diesen Titel am Anfang sagen wollen. Egal. Gut, dann fangen wir wirklich an mit einer Einspielung und zwar eben Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Ein bisschen Hintergrundinformation zu den beiden. Wie gesagt, sie kommen aus Knittelfeld. Und hätten sie sich nicht an die Presse gewandt, wüssten wir wahrscheinlich heute noch nichts über die Tatsache, dass Knittelfeld zumindest laut Illobrand von Ludwiger, der sie auch schon besucht hat, sowas wie ein Hotspot zu sein scheint. Da gibt es also verschiedene Plätze auf der Erde. In Norwegen gibt es einen Hessdalen, glaube ich, in Südafrika, in Utah, glaube ich. Also auf der Erde verstreut gibt es einfach solche, in Schottland zum Beispiel, kann man erinnern, gibt es auch einen, wo, warum auch immer, solche Phänomene mit großer Häufigkeit beobachtet werden. Und so auch in Knittelfeld. Und die beiden haben 2003 zum ersten Mal davon gehört, gesehen, meine ich, zum ersten Mal diese Sichtung gehabt und haben dann eben, die sie jetzt gleich beschreiben werden, haben dann versucht, mit der Presse auch Kontakt aufzunehmen, etc. Und sie planen auch einen Bildband herauszugeben mit Beschreibungen, also ohne dass da Story drumherum geschrieben wird, sondern einfach nur Beschreibungen dieser Sichtungen und vor allem mit Stereofotografien. Und sie haben unzählige, großartige Aufnahmen. Ich habe schon ein paar gesehen und auch Filmaufnahmen, die eben auch gerade analysiert werden. Leider habe ich jetzt keine zur Verfügung gestellt bekommen, weil es einfach alles noch im Laufen ist für diese heutige Sendung. Ja, es wäre halt, ich sage mal, salopp eine Aufnahme mehr. Es geht eigentlich eher jetzt für mich bei solchen Sachen um Augenzeugen, um das, was die Leute wirklich gesehen haben, weil Bilder kann man fälschen in jeder Blüte. Also eigentlich sagt es gar nichts mehr. Und jetzt höre ich auf zum Quatschen und spiele jetzt einfach einmal Jürgen Trieb und Waltraud Kaliber, wie sie ihre erste Sichtung beschreiben im August 2003, die circa 40 Minuten gedauert hat. Es war der 24. August 2003 und wir kamen gerade von einer Motorsportveranstaltung nach Hause und ich weiß noch genau, dass es ein sehr heißer Tag war. Es war sternenklar und wir arbeiteten gerade noch an unserem Computer, machten unsere Bildbearbeitung und da wir schon ziemlich fertig waren, ging ich auf unseren Balkon, um eine Zigarette zu rauchen und es war irgendwie so still alles und der Himmel war sternenklar und ich genoss einfach die Stille, weil der Tag irgendwie so anstrengend war. Und ich stand so auf dem Balkon und rauchte meine Zigarette und plötzlich kam von den Bergen, die man von unseren Bergen, also von unserem Balkon aus sehen konnte, eine rote Kugel. Eine rot leuchtende, so grell rot leuchtende Kugel von den Bergen herüber. Und ich dachte mir zuerst, das gibt's nicht, weil ich hatte eigentlich gar nicht auf den Himmel geschaut, nur im Augenwinkel sah ich, dass da irgendwas leuchtete. Und dann sah ich eben, dass hinter dieser roten Kugel eine weitere Kugel herüberschwebte. Und es war ganz lautlos. Und ich dachte mir zuerst, das kann nicht sein. Und, aber dieser Kugel folgte wiederum eine andere. Und ich dachte mir erst, nee, da kann was nicht stimmen und dachte irgendwie so an Sinnestäuschung, machte meine Augen zu, machte sie wieder auf und dann sah ich plötzlich, es war real, was ich da sah und dass es irgendwie etwas Besonderes sein müsste, weil es war größer als die benachbarten Sterne und es war so grell rot leuchtend. Und ich konnte mir das nicht erklären und weil ich mir das eben nicht erklären konnte und die Kugeln immer näher auf mich zukamen, habe ich dann den Jürgen gerufen, dass er doch kommen soll und dass sich da irgendetwas Besonderes am Himmel gerade abspielte. Er ignorierte mich aber zuerst, weil er eben noch mit der Bildbearbeitung beschäftigt war
Und dann ging ich in die Küche, um ihn zu holen. Und als wir dann beide wieder den Balkon betraten, war schon der ganze Himmel voll mit Objekten. Und es glitzerte in den Farben Rot, Grün, Weiß. Und es war irgendwie blau und es war irgendwie so faszinierend. Also die ganzen Farben und das Glitzern und es war irgendwie richtig schön, als würde man vor einem Weihnachtsbaum stehen. Und es war plötzlich so ein Wärmegefühl und so Geborgenheit und es hatten keine Angst anfangs, oder? Nein, wir hatten überhaupt keine Angst. Also wir waren irgendwie euphorisch. Also wie ich dann den Balkon betrat, also und dann das Ganze gesehen habe, wie es glitzert hat, das war so ein super Gefühl und da haben wir gedacht, Wahnsinn, was kann das sein und wie sich die Objekte auf einmal bewegt haben. Und dann haben wir gedacht, jetzt hole ich die Foto, einen Fotoapparat und das muss ich irgendwie festhalten. Ich habe es jedenfalls probiert. Ja, das war das Lustige. Also das wundert mich heute noch. Die Jürgen hat das gesehen und ist dann sofort rein und hat die Kamera geholt und hat das eigentlich sofort, er hat sofort reagiert und hat probiert sofort das zu fotografieren und ich bin nur dort gestanden und habe wie verzaubert, ja, auf den Himmel geschaut und habe mir das ganze Treiben und Anführungszeichen da oben angeschaut, weil das war faszinierend, die Objekte, die hatten so schöne Farben und die machten Zickzack-Bewegungen oder wenn man einen Luftballon nimmt und den auf einmal loslässt. Also die haben so abrupt die Geschwindigkeit und die Richtung geändert. Also so auf einmal plupf waren die oben, dann wieder unten, haben die Position gewechselt, sind dann wieder verschwunden, an einer anderen Position wieder aufgetaucht. Und ich bin nur dort gestanden. Und die Jürgen war total hektisch und hat probiert, eben diese Objekte einzufangen. Gell? Aber es war nicht so leicht für dich. Ja, sicher. Es ist ziemlich schwer, weil sie abrupt einfach die Höhe und die Richtung geändert haben. Und das war halt schon eigenartig. Und im Hinterkopf hast du dann wirklich schon den Gedanken, sind das jetzt UFOs oder was auch immer. Also es ist ganz eigenartig die Flugbewegung gewesen. Und ja, dadurch, dass sie verschwunden sind, wieder aufgetaucht sind und Formationen teilweise gebildet haben, was uns überrascht hat. Also wirklich ein Formationsflug und ja, dann Kreiselmanöver und irgendwie so schwankende Bewegung und es war einfach faszinierend. Also wir haben nicht gewusst, wie wir das deuten sollen, aber im Hinterkopf hast du dann schon gehabt, das könnten UFOs sein und dann haben wir gesagt, jetzt holen wir noch schnell die Videokamera, das müssen wir noch auf Video festhalten, weil es kann ja auch nicht so schwer sein. Das Blöde ist, wenn man noch nie eine Videokamera in der Hand gehabt hat, so wie ich, dann hast du deine Probleme. Aber ein Objekt, ein pulsierendes Objekt haben wir können filmen, 25 Sekunden. Und ja, der Rest war relativ schwer. Da habe ich es dann wieder aufgegeben mit den Filmen und habe mich eher dem Fotografieren gewidmet. Und dann bin auch ich rein und habe die Kamera geholt. Weil ich mir dachte, das kann ja nicht so schwer sein, aber als auch dann ich die Kamera in der Hand hielt, wurde mir bewusst, warum die irgendwann so hektisch war. Weil kaum hast du das Objekt anfokussiert gehabt, also, und hast es gesehen und wolltest gerade den Auslöser von der Kamera drücken, bumm, war das Objekt verschwunden. Und wo waren diese Sichtungen? Genau. Also diese Sichtungen waren genau von unserem Balkon aus. Wo Richtung ist das? Seckauer, also unser Ausblick ist genau Richtung Seckauer Zinken. Okay. Und wir wohnen in Knittelfeld am Ende und wir haben eigentlich einen schönen Ausblick über unser Tal, weil vor uns keine Häuser sind. Also wir sehen genau Richtung Seckauer Zinken Hochalm. Das heißt, vor uns gibt es kein Gebäude oder irgendetwas. Das heißt, das war eure erste Sichtung im Sommer 2003, wenn ich mich jetzt richtig erinnere? Ja, genau. Und das war also nicht ein Objekt, sondern das waren, wie viel waren es ungefähr? Habt ihr da eine Idee? Ja, Dutzende, ja. Dutzende. Wenn man nach der Fotoanalysen schaut, dürften es Dutzende gewesen sein. Ja.
Und ich habe seither aber auch noch weitere Sichtungen gehabt von solchen Objekten. Genau. Ja, einige weitere. Und im Chat sind halt schon einige Fragen aufgetaucht. Das war also Beschreibung dieser ersten Sichtung, die sie gehabt haben. Warum sah das sonst keiner in Knittelfeld? Darauf gehen sie dann später noch ein. Und was war dann noch? Ja, Peter. Das wäre auch meine erste Frage. Warum Knittelfeld ist ja, wie viele Menschen wohnen in Knittelfeld? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwer muss ja das gesehen haben, außer denen. Ja, ja, sie haben dann eh versucht, noch weitere Augenzeugen aufzutreiben und so. Das beschreiben sie dann auch noch in den anderen Clips, die wir doch noch spielen. Aber jetzt, was ist euer erster Eindruck von dieser Sichtung? Es war also über 40 Minuten lang Mein erster Eindruck ist dieses Interview. Also wenn ich dieses Interview geführt hätte, weil jetzt die sagen mal zu mir kommen und sagen, bitte fragt uns, weil wir haben da was gesehen, dann denke ich mir, die sind nicht unschwierig, die beiden, ja. Weil es halt sehr umständlich erzählen. Und naja, gut, sie sind nicht so geübt. Ja, klar, kann auch niemand was dafür. Aber dann sage ich, okay, jetzt legst du mir Beweise auf den Tisch. Nämlich nicht die Fotos, weil du sagst, Fotos kann man beliebig manipulieren, sondern bringt es andere Augenzeugen. Ja. Und irgendwann muss es ja jemanden geben, der eine offizielle Stelle, die auch da aufgeschaut hat. Und du würdest von vornherein einmal anzweifeln, dass ich das gesehen habe. Nein, überhaupt nicht. Doch. Weil du, ich habe dich gefragt, was hältst du von der Sichtung? Du hast überhaupt nichts über die Sichtung gesagt, sondern du hast nur darüber geredet, was gibt es für andere Beweise, dass sie das wirklich gesehen haben. Das ist offenbar das, auf das du dich sofort stürzen würdest. Also die lückenlose Beweis, dass das wirklich so passiert ist. Ein bisschen mehr als eine subjektive Erzählung, weil es kann jeder zu dir kommen und dir was erzählen. Also, naja, klar. Um jetzt auf das zurückzukommen, ich bin jetzt seit, glaube ich, 25 Jahren Journalist und der Christian wahrscheinlich auch fast so lang. Fast so lang, ja. Und das ist natürlich, diese ganzen UFO-Geschichten und grenzwissenschaftlichen Themen sind nur ein Teilbereich dessen, was wir tun. Ja. Aber da trifft es natürlich schon auf Quäler. Also, ich war zum Beispiel einmal auf einem UFO-Kongress in Frankfurt, da bin ich vom Wiener hingeschickt worden. Und also es ist einmal so, man muss die Mechanismen in einer Zeitung auch verstehen. Die schickt den nicht dorthin, weil sie an UFOs interessiert ist, sondern weil sie eine skurrile Geschichte haben will. Und das weißt du auch, und dann kannst du halt versuchen als Journalist, dass du trotzdem halbwegs seriös was berichtest oder versuchst, die halbwegs seriösen Menschen dort herauszugreifen. Dann findest du aber nicht viele auf dem UFO-Kongress, sondern du findest Geschäftemacher, die mit der Dummheit der Leute Geschäfte machen und halt das auch stark Kommando channeln. Oder du findest Noren unter Umständen. Und du findest dazwischen, findest ein paar Leute, die dir seriös vorkommen, mit denen du zuhörst. Und ich glaube jedem seine Geschichte, die er erzählt, einmal prinzipiell. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich misstrauisch, nur um eine Geschichte einer Zeitung zu verkaufen, das ist genauso, wenn der jetzt sagt, ich habe da an der Ecke gesehen, dass das Auto wen zusammengeführt hat. Dann sage ich, okay, wo liegt der, in welchem Spital? Niemand außer dir hat es gesehen, was ist passiert? Ich muss ja irgendwie versuchen, die Geschichte zu verifizieren. Ist klar, ja. Ich zweifle nicht daran, was mir jemand erzählt, sondern ich sage, jetzt sag mal, was das belegt. Ja. Weil es ist ein subjektives Erlebnis und ich habe auch schon genug im Laufe meines Lebens, nicht nur meine journalistischen subjektive Erlebnisse gehabt, die mir niemand glaubt, weil ich halt in Bewusstseinszuständen war, die vielleicht für andere nicht nachvollziehbar sind. Ja, das ist ja klar. Aber gut, Fotos hast du selber schon gesagt. Ich meine, ich habe jetzt leider keine Fotos überhaupt gesehen. Die schauen wirklich sehr interessant aus, vor allem dann die Vergrößerung dieser Objekte sowieso nie gesehen eigentlich. Auch mit Struktur etc. Wie schauen die aus? Ich könnte es jetzt nur beschreiben. Es sind sehr bunte, also ich weiß nicht, ob diese Fotos, die ich gesehen habe, vor dieser ersten Sichtung sind. Große, sehr vielfärbige Objekte, teilweise auch mit nicht scharfen, aber so, das ist schwer zu beschreiben, ich glaube, pentagonale oder hexagonale Strukturen und solche Dinge. Also es schaut ein bisschen so aus, wie mir jetzt spontan erinnert an so Hubble-Aufnahmen von irgendwelchen Galaxien, wo man dann so wunderschöne Nebel sieht. Es schaut eigentlich genauso aus, vielleicht nicht ganz so detailreich, aber weil es auch durch die Vergrößerung ist, aber eben waren es Objekte, die sich am Himmel bewegt haben. Ne? Und jetzt frage ich noch einmal, wenn jetzt, sagen wir mal, weil wie du richtig sagst, das Einzige, was wirklich zählt, sind andere Augenzeugen. Gut, das waren jetzt schon mal Sichtungen von nicht zwei. Nicht nur, ich muss das revidieren. Ja. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, wo ist die Geschichte? Ja? Also ich als Journalist, wo ist die Geschichte? Fragt mich auch der Chefredakteur, wo ist die Geschichte? Die Geschichte ist nicht, dass da zwei am Balkon stehen und Lichter gesehen haben. Okay. Das ist keine Geschichte.
Okay. Ja, die kauft dann niemand ab. Ja, aber offenbar schon, weil es hat dann, wie wir jetzt dann gleich hören werden, einiges Interesse gegeben. Aber ja, warum? Ich kann da sagen, warum. Weil sie gute Fotos haben. Also wenn jetzt zu mir jemand kommt, ja, okay, und sagt, ich habe eine Geschichte für dich, dann ist es einmal sehr nützlich, wenn diese Person oder diese Personen die Geschichte so erzählen können, dass sie ein gewisses narratives Element hat, das heißt, die Geschichte mit Anfang und Schluss. Wer sind wir? Also, du wirst wahrscheinlich mehr über die wissen, die müssen fotografisch irgendwie tätig sein. Ja, oder Hobbyfotografen. Sie haben eine Bildagentur, also fotografieren vor allem Rallye-Sport. Es gibt auch eine Website von Ihnen, die habe ich jetzt verlinkt, weil der Entwickler was damit zu tun hat, und weil sie dort da keine UFO-Fotos raufposten. Oder Fotos dieser Objekte. Also egal, dass ich erfahre, wer sind die, wie sind die zu dem gekommen, naja, also das Ganze rundherum. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, die haben Bilder. Ja? Und Film. Und Film, und die Bilder geben sie der Zeitung unter Umständen noch kostenlos zum Abdruck. Das ist für jeden Chefredakteur ein unglaublich überzeugendes Argument, dass er vielleicht 6 Seiten mit Gratisbildern füllen kann. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal an, ich glaube, es kommt in dem Clip vor, was die Zeitung dann damit gemacht hat. Wie wir die Fotos am Computer angeschaut haben und gesehen haben, dass man da Konturen erkennen kann, haben wir uns gedacht, wir müssen das jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, weil wir haben gewartet, dass irgendwas im Radio gesendet wird oder so, weil wir uns einfach gedacht haben, das kann nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die da was gesehen haben. Es müssen ja hunderte Leute gesehen haben, das ist das Phänomen. Und ja, es ist nichts gelaufen im Radio, nichts. Und im Fernsehen auch nicht, sonst haben wir uns gedacht, das ist eigenartig. Wir haben dann alle Zeitungen gekauft und haben sie durchgeblättert, weil wir uns gedacht haben, naja, irgendwo muss doch was über das Geschehene drinstehen. Das war ja, das hat über 45 Minuten gedauert, haben wir dann auch durch unsere Bilddaten, die wir eben am Computer haben, wir das eben gesehen, dass das über 45 Minuten gedauert hat, und haben uns gedacht, das muss doch irgendwer gesehen haben. Und es war aber weder in den Medien irgendwo noch im Fernsehen irgendwo ein Bericht über den. Dann haben wir uns gedacht, das gibt's doch nicht. Wir haben doch Fotos, wir haben Filmmaterial, irgendwer muss das doch gesehen haben. Und so haben wir dann eben nach Zeugen gesucht. Und wie sucht man nach Zeugen am besten? Dadurch, dass man sich an die Zeitungen wendet. Und der Jürgen hat sich dann an eine Tageszeitung gewendet. Und ja, genau, an eine der größten Tageszeitungen in Österreich. Die haben sich gleich zurückgemeldet, das hat mich gewundert, weil eigentlich sonst die Zeitungen nicht so offen für dieses Thema sind. Ja, und da habe ich die Geschichte erzählt. Telefonisch der Dame. Und sie hat gesagt, ja, sie wären sehr interessiert daran, das zu bringen, und wir sollen ein paar Fotos schicken, und sie kontaktiert mich dann nochmal, um genaueres zu erfahren. Ja. Wann war das? Das war am Dienstag, den 26. August 2003. Okay. Also 3 Tage nach der Sichtung. Und ja, die Dame hat sich dann gemeldet, die hat dann das Ganze aufgenommen, den Bericht, und ja, über die Fotos, okay, es wird nur ein Foto reingenommen, andere Fotos werden gestrichen, haben wir gesagt, okay, uns ist wichtig, dass die Leute sich vielleicht bei uns melden, und ja, wir wollen nicht, wir wollen wissen, ob mehrere das gesehen haben. Wir waren dann eigentlich enttäuscht über den Artikel, also die, eigentlich, was die Dame da geschrieben hat, war eigentlich, ja, das war okay, das war real. Das Bild jedoch, das war eine Langzeitbelichtung. Und das fanden wir nicht so toll, weil wir hatten andere Fotos auch ihnen zur Verfügung gestellt, und die haben so eine Langzeitbelichtung hineingegeben. Das heißt, also wo man nur so einen weißen Strich, Zickzackstrich sehen kann, wo sich ein Laie, der sich mit Fotografie nicht recht gut auskennt, eigentlich nichts darunter vorstellen kann. Der Bericht war eigentlich okay, er war so, wie es du ihn beschrieben hast, aber mich hat es dann, der Schlusssatz hat uns dann verärgert, weil ich habe den Artikel da von mir, und da hat ein Wiener Experte für Astronomie hat gesagt, wir bekommen gut 70 Meldungen im Jahr herein. Meistens handelt es sich um sehr helle Sternschnuppen,
Feuerkugeln genannt oder um leuchtende Wolken, die so hoch stehen, dass sie noch von der Sonne angestrahlt werden. Oder um Satelliten oder auch Flugzeuge, die mit eingeschalteten Landescheinwerfern unterwegs sind. Nach Ansicht der Fotos meint er, dass eine Lasershow etwa als Werbung für Discos am wahrscheinlichsten sei. Und ein anderer Experte meinte noch dazu, dessen Name hier nicht erwähnt ist, das ist einfach Kamerarauschen oder ein Scherz der Steirer. Und darüber haben wir uns sehr geärgert, weil die zwei Experten hatten eigentlich, ich weiß nicht, ob sie jemals Fotos von uns gesehen haben, wir haben ihnen keine geschickt, sie haben sich auch nicht bei uns gemeldet. Und wir wissen, was Lasershows sind. Wir haben schon viele fotografiert, solche Events, und wir haben das ja wie, also der Bericht war von der Redakteurung, also total real geschrieben, aber das Schlusswort hat uns ein bisschen verärgert. Das heißt, ihr habt ihnen aber auch bessere Aufnahmen als jene, die sie verwendet haben, zukommen lassen, eurer Meinung nach? Also ja, genau. Also wir haben wirklich gute Aufnahmen, wo man Konturen der Objekte erkennen konnte, geschickt. Und es wurde wirklich nur die Langzeitbelichtung genommen. Also wo man wirklich viel hineininterpretieren konnte, und ja, da waren wir ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Und weil wir dann so enttäuscht waren, sind wir dann zu einem Redakteur gegangen, den wir eigentlich durch die Motorsportveranstaltungen schon seit Jahren kennen. Und das ist so eine Zeitung, die nur in unserer Umgebung im Murtal erscheint. Und den haben wir unsere Fotos gezeigt. Und er hat einen Bericht über uns gemacht. Und der hat das dann wirklich sehr real geschrieben und hat auch Fotos verwendet in einem Bericht. Das war dann am 30. August. Und er hat dann diese Fotos verwendet, wo man richtig die Konturen und die Objekte erkennen konnte. Und dann waren wir fasziniert davon, aber leider hat sich auch keiner gemeldet, der das gesehen hat. Okay, und das ist aber in einer Lokalzeitung jetzt erschienen. Ja, genau. Okay. Aber es ist dann weitergegangen, ja. Es hat sich dann dadurch, dass es in der lokalen Zeitung erschienen ist. Und da gibt es eigentlich zwei lokale Zeitungen. Ja, zwei lokale Zeitungen. Eine hat uns ein bisschen verrissen mit grünen Männchen aus den Aal, verflogen sich und kreisten über Knittelfeld, aber das haben wir dann nicht so ernst genommen. Aber daraufhin hat sich dann eine zweite Tageszeitung gemeldet, und dieser Redakteur, also der hat wirklich echt super geschrieben über das ganze Thema. Er hat alles offen lassen und objektiv das Ganze beurteilt und hat auch die Fotos reingetan mit Objekten, wo man Konturen erkennen konnte. Und das einzige Problem war, wir haben ihm gebeten, ob er unsere Telefonnummer reingeben könnte, damit sich Zeugen bei uns melden. Aber leider war ein kleiner Tippfehler und so war die falsche Telefonnummer drin. Und es konnte sich kein Beobachter bei uns melden. Das war leider das Problem. Das war wann? Das war am 24. September 2003. Ja, im Chat gibt es heftige Diskussionen, wo man diese Fotos sehen kann. Leider online im Moment nicht, es sind ein paar dieser Aufnahmen eben in Artikeln erschienen, aber es gibt noch nichts im Netz davon. Ich sage ganz kurz was dazu, bevor der Christian vielleicht länger was sagt. Also erstens, wenn ich als UFO oder was auch immer Beobachter ein bestimmtes Foto nicht veröffentlicht haben will, weil das untypisch und uncharakteristisch ist, dann schicke ich das niemandem. Ja, okay. Das aber ist sie haben halt eine Auswahl geschickt. Und ja, aber dann tue ich ganz dazu, wo ich nachher sage, das passt mir nicht. Okay. Das zweite ist, der erste Bericht in der Tageszeitung, wo irgendwelche Astronomen oder andere Experten interviewen, das ist eigentlich die mindeste journalistische Sorgfalt, dass man eine Gegenstimme oder einen sogenannten Experten interviewt. Was sagt der dazu? Okay, aber müsste der Experte sich nicht mit den beiden ein bisschen mehr auseinandersetzen? Überhaupt nicht. Er müsste sich die Fotos anschauen, aber er muss sich nicht mit denen auseinandersetzen. Ja, und nur die paar oder vielleicht ein paar mehr oder so? Und er könnte. Er braucht keinen Bericht von ihnen, er braucht gar nichts von ihnen und keine Aussage darüber treffen. Wie? Der kann die Fotos sehen und er wird noch, also ich, aus meiner Erfahrung, oder ich schätze es so, dass die Journalistin dem die Fotos vorlegt und sagt, was sagen Sie dazu, was ist das? Das wurde am so und so vielten über Knittelfeld gesehen.
dann sagt er, aha, das ist ein Blödsinn. Ein Foto. Oder wie viele Fotos braucht er? Das weiß ich nicht, wie viel die vorgelegt haben. Ja, ich glaube, er braucht ziemlich viel, um sie Er wird viele brauchen, ja. Wahrscheinlich. Ja. Die haben aber der Zeit auch nicht so viel geschickt und bei ihnen haben sie den nie gemacht. Aber du musst den journalistischen, den Medienalltag einfach einmal sehen. Kein Mensch hat für das Zeit. Das ist so ein Lockerl in einer Zeitung. Ich zeige es jetzt, also ich strecke zwei Finger aus. Das wird ein kurzer Artikel gewesen sein mit einem Bild. Mehr geht es in einer Tageszeitung auch fast nie aus. Weiß für so ein Thema. Ich weiß nicht, wie lang der Artikel war. Ja. Also bei einem Bild nehme ich an, es war ein kurzer Artikel. Ich habe ein paar Artikel gesehen, das waren eigentlich recht lange Artikel, die waren über eine Seite. Also der erste, über den Sie gefunden haben. Der war sicher eine Seite, weil da waren relativ lange Statements dann noch, die sie teilweise vorgelesen haben. Die Seite zum Finden, und vor allem also die zweite, das war Bildrauschen oder das Scherz der beiden. Das ist eine Expertenmeinung, mit der man was anfangen soll, oder? Ich meine, das ist einer dieser hilflosen Erklärungsversuche, die nichts damit zu tun haben, was die beiden sagen. Ich weiß das nicht. Du sagst, das ist alles nur, weil man halt keine Zeit hat und so weiter. Aber das ist, glaube ich, genau das Problem. Man kann nicht einfach, man kann schon natürlich, aber wenn man dann halt sehr salopp über sowas schreibt, kommt, finde ich, nichts dabei aus. Ich weiß nicht, Chris, du hast noch nichts gesagt. Sag einmal, du was. Ich muss mich in einigen Teilen dem Peter anschließen. Wie wir erfahren haben, hat Knittelfeld über 10.000 Einwohner. 12.700, wie jemand im Chat gerade gepostet hat. Ja. Also wenn da 45 Minuten lang eine Lightshow über Knittelfeld abläuft, dass sich dann keine Zeugen finden, also irgendwelche Lichtspiele über Knittelfeld ereignen, dass sich dann keine weiteren Zeugen finden, halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Weil normalerweise wird fast alles gesehen, was irgendwo sich tut. Es gab weitere Zeugen, ich muss nur die Interviews chronologisch spielen, die haben sich dann schon langsam auch gemeldet bei ihnen. Aber das hat dauert, ja. Okay, was die Fotoauswahl betrifft, Zeitschriften haben meistens andere Kriterien, wie sie sowas auswählen. Vielleicht war das vom optischen Eindruck ganz einfach irgendwie einprägsamer als die anderen Dinge oder hat ganz einfach mehr Wirkung verursacht. Die Zeitungen gehen jetzt nicht davon aus, dass sie dieses Phänomen jetzt unbedingt hinterfragen wollen oder analysieren wollen, sondern da geht es ganz einfach um die Geschichte, die da ist. Du verkaufst nicht, ich habe drei Lichter über weiß Gott wo gesehen, sondern du musst eine Geschichte verkaufen, ansonsten wirst du das Ganze nicht los. Verstehe irgendwie, aber genau deshalb sage ich, da müsste man sich viel näher mit den Leuten dann auseinandersetzen und nicht, sie haben deshalb keine Geschichte, weil sie sich die Geschichte nicht holen, weil sie keine Zeit haben, ich weiß es nicht warum, aber man kann nicht, das ist viel zu komplex, als dass man oberflächlich da irgendwie sagen kann, ja, dann irgendein paar Experten holen, die sich damit offenbar, glaube ich, nicht sehr lang auseinandergesetzt haben und die dann salopp irgendein Urteil fallen, immer so gegen Ende, was ja psychologisch recht interessant ist. Ich meine, das ist, finde ich, kein Ort. Nein, es ist im Tagesgeschäft natürlich auch so, dass, also, wie wenn wir wieder beim Titel sind, was hat Journalismus mit höherer Intelligenz zu tun? Nichts. Ja. Im Tagesgeschäft ganz einfach so ist, du verdienst jetzt als Journalist jetzt nicht so viel und du hast nicht so viel Zeit, für manche Dinge zu hinterfragen. Und noch dazu, wenn du bei einer Tageszeitung bist. Dass ganz einfach der Platz gefüllt werden muss. Das klingt traurig, ist aber so ganz einfach. Das ist Realität im Zeitungsgeschäft. Ich muss da nur kurz noch, weil es hat ja eben da im Chat gemutmaßt, dass ich da irgendwie Auflagen für diese Sendung bekommen habe und mich deshalb am Anfang verhaspelt habe. Nein, mir verhaspelt, weil ich mir einfach den Titel falsch ausgenommen habe. Und Auflagen für diese Sendung, nein. Also diese Herren in den schwarzen Anzügen haben nichts. Nein, die haben noch nicht gesehen vorher. Ist ja so. Ich bin ja nicht unbedingt der Meinung, dass das alles jetzt sinister ist und dass da alle unter Druck gesetzt werden, dass sie nichts drüber bringen. Ich glaube, dass das relativ... Schau, diese Chatmeldung mit Auflagen für diese Sendung, das ist so typisch. Es gibt ja diesen großen Zensor nicht, der jetzt über allen Medien irgendwie thront wie eine Spinne und alles verbietet. Das wäre technisch schon mal gar nicht möglich und außerdem, es passiert automatisch. Aber kann man zum Beispiel Richtungen vorgeben? Die Richtungen sind vorgegeben, was wer in den Zeitungen und in den Medien heute regiert, ist die Anzeigenabteilung. Wenn jetzt, sagen wir, eine Wochenzeitung oder eine Monatszeitung öfter als, sagen wir jetzt bei der Monatszeitung zweimal im Jahr, bei der Wochenzeitung öfter als alle drei Monate, einen Artikel über UFOs und unbekannte Lichterscheinungen am Himmel bringt, dann gilt sie bei den Anzeigenkunden und bei den Lesern irgendwann mal als Spinnerzeitung, weil das immer so verkauft wird und so dargestellt wird. Ja, aber das liegt genau daran, dass es eben so verkauft und dargestellt wird. Warum? Es wird von den Lesern so wahrgenommen. Es wird auch von den. Schau, nimm mal an, du hast die Zeitschrift News, da stehen jetzt in ein paar Wochen hintereinander immer Artikel über UFOs drinnen. Dann schreibt sicher eine Zeitung wie der Falter, der sich ja am liebsten damit aufhält, über andere Zeitungen zu schreiben. Haha, die im News sind jetzt schon ganz deppert und schreiben über UFOs. Dann sagt die Anzeigenabteilung,
Zeitungssatz hier wahnsinnig, wir verlieren Inserenten, die wollen nicht in einer Spinnerzeitung inserieren und damit ist die Sache gestorben. Ja. Das heißt, die Richtung ist dadurch vorgegeben. Ja, nein, ich glaube, dass es so ganz erklärliche und menschliche Gründe gibt, warum das so läuft. Gell? Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt an der Qualität allein der Artikel liegt, wie wir jetzt auch noch dann im dritten Clip hören werden, was dann mehr so um was da genau geschrieben worden ist geht und so weiter, sondern auch an der Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich sage einmal, ein Artikel, der damit endet, dass irgendein Experte sagt, das war Bildrauschen oder ein Scherz. Du musst einen Schluss für die Geschichte finden. Du musst einen Bogen. Das ist doch kein Schluss. Ja, nimm an, du schreibst das narrative Element, was der Peter schreibt. Nimm an, du schreibst eine Geschichte, wo jetzt die erzählen dürfen und dann kommen noch ein paar andere UFO-Experten zu Wort oder, ja, genau, und sagen dann, das habe ich auch schon gesehen, das kommt mir lustig. Dann schreibt der Schlussredakteur in der Zeitung einen witzigen Schluss dazu, wo er sich über das lustig macht. Nicht, weil er vom bösen Zensor. Wer schreibt denn dazu? Der Schlussredakteur, der Textchef. Da gibt es einen Schlussredakteur. Ja, der schreibt nur Schlüsse. Der ist am Schluss der Produktion, du Hirsch, der schreibt nur Schlüsse. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich der Textchef, ja? Ja, okay. Der schreibt dann irgendwas Witziges ein, weil er die Geschichte witziger machen will. Weil er die Geschichte witziger machen will? Ja, weil die einen lustigen Bogen haben, so am Schluss. Warum muss die einen lustigen Bogen haben? Weil wir im Unterhaltungsgeschäft tätig sind. Warum? Solche Geschichten über UFOs oder über Aliens, aber bleiben wir jetzt bei den UFOs, ja? Die kommen nicht in Politik und Wirtschaftsteil, weil die Aliens und die UFOs politisch noch nicht so wichtig sind, wie wir gerne hätten. Und wirtschaftlich auch nicht. Die kommen im Unterhaltungsteil, die kommen im Chronikteil. Und der Chronikteil hat hauptsächlich eine Unterhaltungs- oder eine Angstmache-Funktion. Die Angstmache-Funktion dann, wenn man sagt, die sind gelandet und haben ein Haus in Brand gesetzt und wahrscheinlich waren es rumänische Einbrecher und möglicherweise waren es auch Aliens. Und die Unterhaltungsfunktion, wenn man sagt, haha, da haben schon wieder irgendwelche Noren am Balkon oder wo auch immer Lichter am Himmel gesehen. Das ist ein Automatismus. Ja, okay. Ich muss jetzt mit dem Beginn meiner Gedanken- und Argumentationskette spät anfangen. Eine Freundin meiner Frau hat vor kurzem einmal zu mir gesagt, Journalisten sind Abschaum. Und das kann man absolut unterschreiben. Journalisten sind Abschaum. Journalisten sind Menschen, die permanent über Dinge schreiben, von denen sie keine Ahnung haben. Und immer, also bei der Recherche für eine Geschichte ein bisschen Ahnung kriegen und das dann abschreiben, es ist niemand zufrieden. Ein Käferforscher ist nicht zufrieden, wenn du einen Artikel über ihn und über das Käferforschen schreibst. Ein Mediziner ist nicht zufrieden damit, wenn du einen Artikel über Herzinfarkt schreibst, weil er weiß immer viel, viel mehr drüber. Naja, das stimmt auch. Ja? Ja. Also klar. Als Journalist, und dann hast du noch dazu als Journalist diese Vorgabe, dass da der Chef also sagt, okay, 6000 Zeichen bis übermorgen, du kriegst 350 Euro dafür. Okay. Und da mache ich jetzt eine vernünftige, gut recherchierte Geschichte daraus. Da bist du der Idealist. Ja, es ist sicher systemimmanent. Ja. Das Ganze ist ganz klar. Also ich will mir jetzt nicht darauf ausreden. Es ist leider so. Nein, ich würde euch jetzt auch nicht da als die bösen Journalisten hinterher. Nein, das mache ich selber. Ja, eh. Du darfst es, ja. Abschaum. Naja, aber du hast gesagt, Politik und Wirtschaft. Ja, Abschaum, ja, so viel Zeit muss sein. Politik und Wirtschaft, da gehört es nicht hin. Am November den 12.2007 gab es im Washington Press Club eine von James Fox organisierte Pressekonferenz, ähnlich wie der von 2001. Ich habe dir da, glaube ich, die Links geschickt am Anfang. Ich weiß nicht, hat einer von euch beiden die Zeit gehabt, sich das anzusehen? Oder habt ihr ich habe eine geschaut. Das ist Zeit, geschaut. Das Ganze mir anzuschauen habe ich nicht gehabt. Okay. Es war, finde ich, eine sehr interessante Geschichte wieder einmal. Es haben einige sehr interessante Zeugen dort ausgesagt. Und die australische ABC News zum Beispiel kommentierte Verschwörungstheorien um UFO-Sichtungen, also Übersetzung. Verschwörungstheorien um UFO-Sichtungen und Aliens sind zwar nicht neu, aber jetzt hat sich eine multinationale Gruppe von offensichtlich vernünftigen Piloten und ehemaligen Regierungsangehörigen zusammengefunden. Und genau das waren diese Herrschaften, die dort aufgetreten sind. Und bestätigt, dass es eine internationale Vertuschung dieser Vorfälle gäbe. Wenn man jetzt das weiterdenkt, wenn man sich andere Zeugen anschaut, Bob Dean, also Philip Corso, ich weiß nicht, Walter Haut, der da in seinem Todes, also kurz vorm Sterben, eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben hat, dass Roswell sich genauso abgespielt hat. Es gibt so viel, finde ich, Material schon, wo man nicht über haha und lustig Lichter im Himmel und Außerirdische haben sich verirrt, sondern wo man sehr wohl eine vernünftige Auseinandersetzung machen kann. Warum passiert das nicht? Warum passiert das nur in Medien, die okay, gut, ich will es überhaupt keine Ahnung, aber
diese Zeitungen etc., in denen das dann meistens erscheint im Sommerloch, ja, das sind Unterhaltungsmedien, ganz klar. Aber was ist denn ein Geo? Ich habe zum Beispiel, weil man über Medienvertuschung redet, ich habe eine Zeitschrift mit, die heißt Alien World, die gibt es im Kiosk am Westbahnhof zu kaufen. Ich habe ein Buch mit nationaler Sicherheit, wo der Autor, ein gewisser Dan Davis, alles schreibt, über die Basen auf dem Mond, über Illuminaten, über Flugscheiben. Also die Vertuschung gibt es ja nicht. Es gibt ja... Die Informationen kriegst du ja, wenn du sie willst. Man kriegt Informationen, aber das sind teilweise widersprechen sie dir völlig und teilweise sind völliger Schmarrn. Natürlich, aber wo war das jemals anders? Wo war das in Büchern oder in Zeitungen jemals anders? Am 12. November war es sehr wohl anders. Ja, das ist eine Pressekonferenz. Ja, aber da gab es schon mehrere und Entschuldigung, es gab auch schon mehrere Zeugen, die sehr interessant sind. Warum stürzt man sich nicht auf die, sondern warum bringst du mir da jetzt Zeitschriften mit dir als Beispiel? Die ist super, die Zeitschrift. Ja, ich lese aber sehr, ist ja toll. Roswell Revelations. Also, ja, ist ja unterhaltsam. Es gibt aber so viele Jahrzehnte nachher, werden immer wieder neue Enthüllungen bekannt. Ja. Ich finde das ja gut. Das ist auch gut, aber das bringt ein weiter, wenn man eben auf der Ebene belauscht. Ich will damit sagen, es gibt die Vertuschung nicht. Wenn es die Vertuschung gäbe, würden die Redakteure dieser Zeitschrift hingerichtet werden, heimlich, und der Buchautor sowieso. Ja, aber wer sagt denn, dass das stimmt, was da drin steht? Na, niemand. Wer sagt denn, dass das stimmt, was im Druckhaus steht oder im Kurier? Es gibt, bei Geheimsitzen gibt es natürlich die Counterintelligence. Das heißt, du gehst her und sagst... Desinformationskampagne. Richtig. Ja. Das heißt, ich behaupte jetzt einmal, das, was in vielen solchen Zeitschriften und teilweise auch von Autoren, aber es gibt da ganz andere Autoren. Ja, Richard Hoagland zum Beispiel ist einer der sehr interessanten Autoren. Dark Mission, unglaublich spannendes Buch. Mühsam, aber sehr spannend. Aber ich glaube, dass über verschiedenste Kanäle einfach Blödsinn der Zeit. Du siehst es falsch, schon wegen Desinformationskampagnen. Wenn du den ORF aufdrehst und Zeit im Bild schaust oder die Kronenzeitung aufschlagst, das sind Desinformationskampagnen. Alles, was du über Politik, über Wirtschaft, über Kultur dort erfährst, sind Desinformationskampagnen. Das auch, ja. Warum soll das da anders sein? Aber ich überlasse dir das Wort, Christian. Ich mache jetzt ein bisschen eine Pause. Ja, Christian. Ja, wie gesagt, also der Peter hat vieles eigentlich eh schon vorweggenommen. Wenn es den großen Zensor gäbe, dann wären wir ihm mit ziemlicher Sicherheit irgendwann schon mal begegnet. Solange wieso? Eine Sendung wie Crop FM wird erstens nicht von so vielen Leuten gehört. Es gibt zum Beispiel eine andere Geschichte. Es gibt kaum Sendungen, die sich eigentlich versuchen, mit dem Ganzen wirklich auseinandersetzen. Bevor ich es nicht vergesse, es gibt in Salzburg, bei der Radiofabrik Salzburg, gibt es einen Herrn, der hat mir unlängst gemailt, hat mich sehr gefreut, Klaus Gomikaster. Titel das ist ein Aufruf aus dem Kosmos, Frieden über alle Grenzen, ist ein sehr eigenwilliger Titel, aber er beschäftigt sich ausschließlich mit Außerirdischen etc. Aber das ist eigentlich die einzige Sendung, von der ich jemals gehört hätte. Und ansonsten auch in den sogenannten freien Medien beschäftigt sich kaum einer damit. Da wissen wir, dass da jetzt nicht unbedingt Druck ausgeübt wird. Die Frage ist dann irgendwo, wo der Druck herkommt. Ne? Mhm. Weil es gibt diesen, also ich bin jetzt 25 Jahre in dem Geschäft, es gibt den Zensor nicht. Es gibt den Druck nicht, außer dass du einen beruflichen und finanziellen Druck hast, indem du als Freier vor allem überhaupt stehst, aber auch wenn du in einer Redaktion sitzt, muss das sowieso funktionieren. Wer würde denn ausstrafen? Wir leben in einem Beamtenstaat. Beamte wollen nicht anstreifen. Ne? Du kannst über jede Verschwörungstheorie heute berichten, wenn du die Geschichte gut schreibst. Ja. Und ich komme jetzt zu dem, was wir am Telefon auch schon vor der Sendung besprochen haben. Es gibt alle Geschichten, es gibt alle Fakten und Informationen oder Pseudofakten gibt es im Internet. Jeder, der UFO oder Aliens im Internet eingibt, kann Tage und Wochen lang sich nur informieren mit Sendungen, Artikeln und so weiter. Ja, aber wie trennst du die Spreu vom Weizen? Wie machst du es bei einer Zeitung? Ja, ich habe vor 8 Jahren aufgehört, Fernsehen zu schauen, weil irgendwann war eine Meldung im Fernsehen, dass es fast zu einem atomaren Eklat zwischen den USA und China kam, aufgrund eines Missverständnisses, Punkt. Kein weiteres Kommentar, das war der letzte Tag, dass ich Fernsehen geschaut habe. Ja. Nämlich wirklich genau in dem Moment. Und ja, ich weiß, aber dann sprechen wir da wirklich von einem Problem, das eben nicht nur das Thema höhere Intelligenzen betrifft, sondern ganz ein allgemeines Thema des Journalismus ist. Dass da einfach nur mehr Schwachsinn verzapft wird. Ist das so? Weiß nicht. Ich meine, ihr seid da mittendrin, wird nur mehr Schwachsinn verzapft, oder was? Nicht nur Schwachsinn, das wird. So hat sich das jetzt angehört, ne? Also es wird über UFOs ist eh alles irgendwie da, aber immer viel Schwachsinn, aber es ist ja überall anders auch gleich. Es werden systemerhaltende Texte oder Sendungen produziert. Ja. Im besten Sinne Systeme halten und das System, du kannst über jede Verschwörungstheorie schreiben und das bringen, außer über die politisch nicht korrekten Verschwörungstheorien. Dann wird es plötzlich schwierig. Dann kannst du Berufsverbot kriegen, nie offiziell oder kriegst halt keinen Job mehr.
Aber die UFOs sind eine politisch völlig korrekte Verschwörungstheorie. Das ist seit Akte X, leben wir sowieso in dieser Gesellschaft, wo jede Fernsehserie, jede Fernsehsendung sagt, ja, der Regierung kann man nicht trauen und es gibt sicher mehr Dinge zwischen Himmel und der bla bla bla. Schön und gut, wissen wir alles. Wenn du über die wahre große Verschwörung schreibst, dass es einen Weltstaat geben wird und soll, ja, ja, wo nur mehr eine großer Bevölkerungsanteil eine Sklavenrasse ist, die um wenig Geld arbeitet und konsumieren darf und nicht mehr denken soll und nicht mehr gebildet ist und eine kleine Elite. Wenn du das in einer sozusagen seriösen, angeblich seriösen Zeitung schreiben willst, dann wirst du nicht mehr lang schreiben. Über UFOs kannst du spezialisieren, Entschuldigung. Oder wenn du schreibst, dass in Österreich manche Konzerne gezielt Arbeitsplätze vernichten, indem sie ganz einfach Teile outsourcen, wie es also schön nennt, in Billiglohnländer. Ja. Dass da gezielt Arbeitsplatzvernichtung betrieben wird. Wenn du das öfter schreibst, dann wirst du bei dieser Zeitung irgendwann einmal nicht mehr schreiben, weil die Zeitung keine Inserate mehr von diesen Konzernen kriegt, wo wir wieder bei der Anzeigenabteilung werden, die in Wahrheit eine graue Eminenz im Hintergrund ist. Was glaubst du, warum du so Seiten irgendwo Berichte lest, die sich kritisch mit Mobilfunk auseinandersetzen? Weil sofort die Anzeigenabteilung aufschreit, wir verlieren die Schaltungen von One, Telering, T-Mobile, A1 und sonst irgendwo, irgendwas kritisch. Ja, das ist, jemand schreibt da, uje, schreibt da sitzen wirklich absolut die falschen Gäste, finde ich überhaupt nicht. Was mich nämlich interessiert ist, warum das in der ganz normalen Welt, erstens ist das, was du gesagt hast, absolut richtig und das ist ja, das wird auch der Auseinandersetzung mit dem UFO-Phänomen immer wieder vorgeworfen, es sei eine Ablenkung von genau dem, von dass sie eigentlich eine zentrale globale Wirtschaftsmacht gerade formiert und wir sollen alle schön brav sein und uns mit irgendwas beschäftigen. Nun glaube ich aber, nachdem ich mich ja lange mit dem Thema beschäftige, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass sehr wohl dieses Thema, dass da offenbar eine fremde, höhere Intelligenz irgendwo auch präsent ist in gewisser Form, dass die in diese Dinge reinspielt. Aber okay. Das ist aber jedenfalls absolut richtig, finde ich, dass man vielleicht über UFOs hier und da noch schreiben kann, in einem gewissen Rahmen. Vielleicht, ja. Aber über gewisse Dinge überhaupt nicht, dann ist man nicht sofort draußen. Mhm. Das stimmt. Ja. Und das muss man sich mal überlegen. Denn da wird, glaube ich, also da kannst du da, hast du da selber schon Erfahrungen gemacht, wo du quasi einer gewissen Zensur ausgesetzt bist, wo du eine Story gehabt hast, die jetzt nicht was mit UFO, aber wo du einfach eine Story gehabt hast, die einfach richtig war und gut recherchiert, aber du sie nicht hast mehr bringen können. Ich habe schon erwähnt, also der Mobilfunkbereich ist so, genau, ist so ein Bereich, genau, wo man sehr schnell an die Grenzen stößt. Ja, genau. Anzeigenabteilung regieren. Nicht nur, es regiert dieser politisch korrekte Unverstand. Ja. Also ich habe in der Wienerin eine Buchseite, jahrelang die Buchseite betreut und habe einmal ein Taschenbuch rezensiert über die jüdische Mafia. Da ist es gegangen um die amerikanische Mafia und Leute wie den Lebke Buchhalter und den Baxi Siegel, die also Juden waren und Gangster. Und die haben gesagt, das darf man nicht besprechen, weil sowas wie jüdische Mafia darf man nicht sagen. Ich sage, das Buch heißt so. Nein, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Also, das ist keine Zensur, das ist Blödheit. Mhm. Aber Blödheit funktioniert immer noch am besten zur Unterdrückung und zur Kontrolle. Naja, ob es nur Blödheit ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, okay, naja, ich meine, auf das lasse ich mich jetzt nicht ein. Aber okay, ich spiele jetzt mal schnell den letzten Clip. Da geht es dann irgendwie auch um die, sehr wohl auch um Leute, die sich gemeldet haben. Nicht sehr, wirklich sehr viele. Und auch, es hat sich einfach ursprünglich von der Intention her dieser Sendung, war es ja eher so, warum wird da nichts berichtet? Nun ist es aber so, dass gerade in den letzten Monaten die Berichterstattung, ich habe im Ankündigung auch darauf hingewiesen, Larry King und so weiter. Larry King, sehr interessant übrigens, der Clip, der da verlinkt ist, auch auf der Exopolitik-Seite, da ist am Ende ein Skeptiker, der aber völlig untergeht, der schmiert völlig ab. Ganz eine interessante Larry King-Episode. Das heißt, der Fokus hat sich ein bisschen verändert. Und das hören wir jetzt auch in diesem Clip, es ist der letzte, den ich heute spiele, von Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb, wo es um mehr um die Reaktionen geht etc. und wie es ihnen selber damit geht und überhaupt mit diesem Thema. Ja, es hat auch Probleme einmal gegeben. Es sollte eine Exklusivstory in einer Tageszeitung erscheinen und es war ein guter Bericht und dieser Bericht ist angeblich verschwunden. Ja. Ja, wir verstehen es nicht, warum. Er war am Server von der Zeitung verschwunden und der Redakteur hat diesen Bericht angeblich von seinem Laptop auch gelöscht. Also er war nicht mehr auffindbar. Okay, wann war und das? 2005. Okay. Ich weiß und, genau, ich glaub, weiß ich ja nicht mehr. Gab es mehrere solche Vorfälle, wo... Nein, das war der einzige. Das war der einzige. Okay. Ja, aber wir haben Feedback schon gekriegt, also es hat dann
Richtigstellung geben, dass die Telefonnummer reinkommen. Und also Feedback war total positiv von den Leuten gegenüber. Also Zeugen haben sich so viele gemeldet. Erst also, jetzt, 2008. Ja, und auch vorher. Ja, aber 2008 war extrem. Da 3 Wochen nach Erscheinen von unserem Artikel hat fast jeden Tag das Telefon rund um die Uhr geläutet und die Leute haben berichtet, was sie sehen und wir müssen auch die Leute irgendwie um Entschuldigung bitten. Wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir jeden treffen können und sie rufen uns auch ständig an, warum wir nicht kommen. Und es sind so nette Leute, aber wir können leider nicht jeden besuchen, weil uns fehlt irgendwie die Zeit dafür. Das heißt, es hat viele andere Zeugen auch gegeben, die sich, wie viele ungefähr? Seit 2003 haben wir sicher 50 Zeugen, die etwas am Himmel gesehen haben, ich bezeichne es als etwas, das sie nicht erklären können. Und die haben sich alle aufgrund von Artikeln oder sonstigen Medienberichten gemeldet bei euch? Genau. 50, genau. Aber das ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Ich mein, im Vergleich, wenn man bedenkt, dass der Steiermark doch viele Leute wohnen, ja, ich glaube, die Hemmschwelle ist noch ziemlich groß. Also, warum glaubst du, gibt es diese Hemmschwelle? Ja, ich glaube, das ist. Früher war das einfach so, man ist ein Spinner und man sieht, dass wir sind auch noch. Knittelfeld ist auch so nicht so eine große Stadt, aber wir kommen mit den Leuten zusammen, die sich da melden und die erzählen wirklich, sie trauen sich nicht einmal esoterische Zeitschriften kaufen, weil man da schon witzig angeschaut wird und wenn man dann über UFOs schon zum Reden anfängt, dann ist man sowieso schon in einer Ecke drinnen und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Leute, so wie wir jetzt gesehen haben, eine Frau hat uns angerufen, erst 2 Wochen nach Erscheinen des Artikels und sie hat gemeint, sie hat das erste Mal müssen überlegen, ob sie uns überhaupt anruft. Aber dann haben die Familie dann gesagt, jetzt ruf sie doch an, probier's. Und durch das Stupsen von der Familie hat sie sich bei uns gemeldet. Und ich glaube einfach, dass die Erklärung liegt darin, da ist was am Himmel, das bewegt sich, das können wir uns nicht erklären. Und das ist so faszinierend und sie haben Angst davor. Und sie können sich das nicht erklären und alles, was nicht erklärbar ist, wird in die Schublade gelegt und wird so ad acta. Ich habe eh nichts gesehen. Und wenn mehr Leute aber sagen würden, ich habe da was gesehen, dann würden auch die aufstehen und in einer Gruppe und sagen, ja, ich habe auch was gesehen. Aber ich glaube, sobald jeder das weglegt, weil sie eben Angst haben und sich das nicht erklären können, weil es eben wissenschaftlich nicht erklärbar ist oder nicht erklärt wird, legen sie das beiseite und sagen, ja, ich habe nichts gesehen. Warum ist es so, eurer Meinung nach, dass Menschen so eine große Scheu haben, über derartige Sichtungen dann zu sprechen? Ja, ich meine schon, dass die Zeitungsartikel schon ausschlaggebend sind, weil wenn man jetzt diesen einen Zeitungsartikel nimmt und da wirklich so verrissen wird und dann irgendwer was sieht und das liest, der meldet sich sicher nie. Also, und deswegen, ich glaube, dass manche Artikel oder manche Redakteure sich lieber, bevor sie etwas schreiben, mit den Betroffenen in Verbindung setzen sollten und nicht einfach was schreiben sollen von Hörensagen über Dreiecken. Also, ich glaube, die meisten Artikel werden so geschrieben, also, was wir gesehen haben, also, es sind Artikel über uns erschienen, die haben nie Kontakt mit uns aufgenommen und finde ich nicht so richtig. Wie viele Artikel sind eigentlich über euch geschrieben worden insgesamt? Könnt ihr das ungefähr sagen? Oder über eure Sichtungen? Keine Ahnung, aber 10 waren es bestimmt. Ja. War jetzt die überwiegende Mehrheit fair oder eher waren sie eher unfair? Oder waren sie, wie würdet ihr die ungefähr so beschreiben? Wie viele davon waren wirklich so, dass ihr euch selber gesagt habt, okay, das ist dazu kann ich
wirklich stehen, was da steht, und das beschreibt auch wirklich, was wir gesehen haben. Wie viele Artikel gab es dieser Art? Also 80% würde ich sagen, ja, waren fair. Waren fair. Mhm. 80% aber waren fair, okay. 80%, ja. Okay. Ja. Mhm. Na gut, aber dann kann es ja, dann liegt es also nicht an der Presse, dass die Leute sich da nicht trauen, weil offenbar die Mehrheit der Artikel sind ja fair, oder sind dann die wenigen, die dann nicht fair geschrieben sind, so unfair, dass man sie dann irgendwie... Ja, es ist ja das Lustige, du erscheinst dann mit einem Artikel in der Zeitung und gehst in die Stadt und du merkst, dass die Leute hinter dir duscheln und lächeln und du weißt genau, aha, die reden über dich, weil du hast ja sowas gesehen dahin. Okay, aber das und ist jetzt, das nicht, jetzt die lachen jetzt aber nicht, weil der Artikel, oder nicht unbedingt, weil der Artikel unfair geschrieben ist, sondern... Nein, sondern nur, weil du etwas gesehen hast am Himmel, das die Leute eben nicht gesehen haben. Mhm. Es gibt nur wenige, die sagen, hey, das finde ich toll, was ihr da gemacht habt, und ich habe auch was gesehen. In der Zwischenzeit, jetzt 2008, sind mehr Leute, die uns eigentlich positiv anregen. Mhm. Und... Also es ist eigentlich eine totale Wende irgendwie zwischen 2003 und 2008. Ja. 2000, uns kommt jetzt vor, ja. 2008, seit dem letzten Artikel, dass da irgendwie ein Umbruch stattfindet, auch im Denken der Leute. Und ja, so offen wie sie jetzt zukommen auf uns, es ist schon gewaltig. Also wenn 3 Wochen jeden Tag das Telefon läutet, ich glaube, dass jetzt schon ein Umbruch stattfindet im Denkmuster der Leute. Ja, auch wenn wir einkaufen gehen, sprechen uns die Leute an und sagen, hey, habt ihr wieder mal was gesehen? Dieses oder jenes Buch müsst ihr unbedingt lesen. Und so, ich meine, da sieht man, dass die Leute sich viel mehr mit der Materie irgendwie beschäftigen anfangen. Das haben wir bis jetzt schon gemerkt. Und da merkt ihr, und der merkt da wirklich einen Unterschied zwischen den Jahren davor, also ja. 2003 bis... Schon. Ja, schon. Sehr. Ein ziemlicher Sprung. Woran liegt das, eurer Meinung nach? Ja, keine Ahnung. keine Ahnung. Entweder weil wir hartnäckig sind und immer wieder probieren, das in die Öffentlichkeit zu bringen und dadurch die Leute dann wirklich anders zum Denken anfangen. Ich glaube auch, dass viel das Fernsehen dazu beiträgt in letzter Zeit, durch gewisse Sendungen. Weil man wird ja jetzt schon bombardiert mit so Dokumentationen, Serien, und ich glaube, da sind die Leute jetzt wirklich anders denken drüber. Also früher war das, bis so ein UFO-Film war ja eigentlich Kitsch oder so, aber jetzt glaube ich, durch die ganzen Dokumentationen, was rund um die Uhr laufen schon fast, die Leute denken anders. Es wurde schon fast alles gesagt, nicht von jedem, schreibt ein Little Miss. Ja, das stimmt, solche Berichte habe ich schon wirklich ganz, ganz viele gehört, und es ist einfach jetzt exemplarisch diese Sichtung da aufgegriffen. Entschuldigung übrigens, die Tonqualität ist leider ein Skype-Interview geworden, weil wir es nicht geschafft haben, uns dann nochmal zu treffen, und daher klingt es ein bisschen dünn. Peter, du wolltest... Also zuerst mal möchte ich bei dem Hörer entschuldigen, denn wir als Gästeauswahl nicht passen. Es ist natürlich, es wäre einfach gewesen zu sagen, wir hätten gerne über UFOs berichtet, aber dann hat man uns unter Androhung der Amputation beider Hoden irgendwie gesagt, wir dürfen das nicht. Es ist nicht so. Es ist vielmehr so, dass, wie der Herr im Interview gesagt hat, jeder mittlerweile über das berichtet. Auch im Fernsehen, also UFO-Dokumentationen, UFO-Serien, es gibt für Artikel, die öffentliche Stimmung hat sich gewandelt, was das für mich als Erzparanoiden, der übrigens auch an UFOs gern glaubt, oder sagen wir so mit dem Mulder, I want to believe, also glauben möchte und sie sehen möchte, als Erzparanoider sage ich, wenn so viel darüber kommt, dann will man uns von was anderem ablenken, eben was wir vorher besprochen haben. Um aber auf die Rolle der Medien zurückzukommen, was wir vorher gesagt haben, das Internet, also die traditionellen Medien, die stehen derzeit mit dem Rücken an der Wand. Denen geht das Geld verloren, denen gehen die Leser oder Zuseher oder Hörer verloren, denen gehen die Anzeigenkunden verloren. Das heißt, die nehmen jede Geschichte, sind dankbar für jede gute Geschichte. Am besten, wenn man sie ihnen hinlegt, möglichst fertig, weil sie wollen ja nicht viel arbeiten und nicht viel tun. In Amerika zum Beispiel gibt es diese Double-Check und Fact-Check, und es gibt eigene Fact-Checker in den Zeitungen, die gibt es ja in Österreich nicht. In Österreich ist eh nur so, dass der Redakteur zu dir sagt, dann schau halt, dass du eine Gegenmeinung hast, und dann bringen wir die Geschichte.
Und sonst lass die 10.000 Zeichen lang sprechen und dann haben wir 500 Zeichen lang eine Gegenmeinung. Also es ist eh sehr einfach. Man darf nicht ankreiert sein. Man darf nicht sagen, es waren 80% positiv, aber die 20%, da bin ich schon traurig. Das ist ein bisschen übertrieben, weil wenn ich mich an die Öffentlichkeit wende und mit Namen, Telefonnummer und Fotos an die Öffentlichkeit gehe, dann muss ich ja damit rechnen, dass mir auf der Straße wer anschaut oder mir vielleicht nachduschelt. Wahrscheinlich tun sie das aber eh nicht, weil das Gedächtnis der Medien ist kurz. Ich meine damit eher nur, also ich habe diesen Ausschneider deshalb braucht, weil es ein bisschen zeigt, in welcher Situation du dich plötzlich befindest, wenn du mit sowas an die Öffentlichkeit gehst. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und ich glaube auch, dass da gewisser gesellschaftlicher Druck gemacht wird, weil es einfach ein schräges Thema ist. Weißt, du hast da UFO gesehen und du warst wegen dem in der Zeitung. Es gehen Leute jeden Tag ins Nachmittagsfernsehen und sagen, sie sind von ihrem Großonkel missbraucht worden. 25 Jahre ihres Lebens. Also, ja. Es geniert sich doch sowieso keiner mehr. Warum plötzlich die Empfindlichkeit? Ich schau, diese eine junge Frau, die sie erst nach langem Zögern und Stupsen gemeldet hat. Familie. Ja, gemeldet hat. Da ist einfach eine totale Scheu. Ich meine, ich frage mich, warum, wenn ich sowas gesehen habe, interessiert mich das total. Und dann, gut, das hat jetzt jeder gleich. Ne? Ich weiß es ja nicht. Also ich glaube, halt, vielleicht ist es wirklich am Land, wie du sagst, anders. Ich glaube, mittlerweile leben wir in dieser globalen und urbanisierten Kultur, wo jeder weiß, er hat seine 15 Minuten Starzeit in den Medien. Und ich glaube, es geniert sich keiner mehr, irgendwas zu sagen, was er gesehen hat. Also ich würde mich freuen, wenn ich das gesehen habe. Ich würde mich auch freuen, wenn er zu mir kommt und sagt, ich habe das gesehen, ich habe das erlebt, ich möchte darüber erzählen. Der darf noch nicht angeregt sein, wenn ich professionell daran zweifle, also nicht prinzipiell, sondern professionell sage, pass auf, wie kannst du das belegen, kann es nicht das gewesen sein und so weiter. Nein, das ist ja total gut, bitte, weil eben wie das Titelbild ja zeigt. Mehr übrigens von dieser Kunst auf Bilderdämmerung.de, glaube ich, ist eh verlinkt, Matthias Töpfers Seite. Man kann sehr leicht eigentlich einem Hoax anheimfallen, wie man so schon sagt, einem Spaß. Ja, und wenn ich boshaft bin, sage ich, es kommt im Sommer ein neuer Akte X-Film in die Kinos. Mich wundert nicht, dass Larry King und Jay Leno jetzt mehr Berichte in diese Richtung bringen. Kann auch sein. Ich will aber nicht boshaft sein, weil es nicht meine Art ist. Das stimmt jetzt nicht, aber okay. es gab in den 50er Jahren eine, die ich eh schon mal zitiert habe, glaube ich, Brookings ist ein Think Tank in New York, glaube ich, und der hat einfach einmal eine Studie gemacht in den 50ern. Was würde passieren, ich glaube, von der NASA in Auftrag gegeben, wenn wir Überreste weiterentwickelter Zivilisationen im Sonnensystem finden würden oder außerirdische Intelligenzen. Und die Recommendation, die sie da gegeben haben, war, auf keinen Fall irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, weil das gibt nur ein Riesenchaos. Das ist doch ein Schwachsinn, das hört man doch mittlerweile in jedem Fernsehfilm. Wir dürfen das nicht bringen, weil sonst gibt es eine Panik in der Bevölkerung. Interessanterweise haben sie ja gesagt, dass Wissenschaftler und Techniker die größten Probleme hätten damit. Und das, glaube ich, kann man schon beobachten. Wieso hätten gerade Techniker zum Beispiel die größten Probleme damit? Wie haben sie das argumentiert? Weil einfach teilweise, also erstens einmal, weil wir dann quasi nicht mehr die Krönung der Schöpfung wären und wir nicht mehr am vordersten. Das ist am Papst vielleicht nicht wurscht. Aber das zeigt, wenn das eine Technologie zeigen würde. Nein, ich meine jetzt, wir wären quasi nicht die weiterentwickelste Zivilisation mehr. Wir wären eigentlich nur mehr irgendwelche Nachzügler und davor gab es schon Technologien und Wissen. Ja, du bist kein Techniker, du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber das. Glaube ich, kann. Also, die Techniker, die ich kenne, es sind nicht viele, muss ich sagen, die wären unglaublich fasziniert und unglaublich froh, wenn sie sich sowas anschauen dürften, Techniker und versuchen, es nachzubauen. Es ist dann eigentlich eher die Wissenschaftler gemeint gewesen, die Wissenschaft, die wirklich ein Problem damit hätte, wenn sie quasi belehrt würden. Die hat mit allem ein Problem. Die Wissenschaft hat mit jeder neuen Erkenntnis, dass ihre Theorien umstürzen könnte, ein Problem. Egal, das war jedenfalls eines dieser Ergebnisse, diese Think Tanks, den sie dann an die NASA weitergegeben haben und zum Beispiel Dark Mission, ein Buch von Richard Hoagland, das gerade rausgekommen ist. Wenn man sich das genau anschaut, wie dann die weitere Politik war und so weiter, dann mich hat überzeugt, dass sie diese Politik beherzt haben. Ihr mögt gerne anderer Meinung sein. Ich glaube mal nicht, dass sich sowas irgendwie langfristig verheimlichen ließe, erstens einmal. Zweitens, um ein bisschen zurückzugehen noch einmal. Peter Hiss hat es eh schon gesagt, es wird ja nicht wirklich verheimlich, es kommt eh aus. Also zum Beispiel. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt an Technik oder so irgendwie besonders aufregen wird. Die Wissenschaft eher. Ja, lass mal den Techniker jetzt weg.
Okay. Wie ein Normalsterblicher, Normalbürger drauf reagiert, ja, ist eine Frage halt. Wenn jetzt wirklich auf der Bauderwiesen ein UFO landen würde, tatsächlich, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der was dort wäre und sich das anschaut, irgendwie, wenn ich nicht gerade im Gras bin. Ja, das glaube ich eh, aber ja, das würde hundertprozentig nicht die Panik ausbrechen, von der seit Jahrzehnten die Rede. Es ist dann die Leute hingehen wie zum 1. Mai-Fest und schauen, was das. Die Panik würde ausbrechen, wenn da Aliens aussteigen mit Laserkanonen die Leute zusammenschießen. Ja, okay. Das wäre aber dieselbe Panik, die ausbricht, wenn jetzt amerikanische Hubschrauber landen täten und die steigen da aus und schießen die Leute nieder. Also ich glaube, es bricht da auch keine Panik aus, wenn ich im Fernsehen oder im Teletext nebenbei die Meldung habe, durchschnittliche Österreicher hat einen Lebensstandard und eine Kaufkraft wie 1994. Ja, in jedem anderen normalen Land gehen die Menschen auf die Straßen und erhängen Politiker, wenn sie das lesen. Bei uns sagt jeder, naja, so ist es halt. Ne? Also es bricht keine Panik mehr aus. Die Menschen sind leider völlig abgestumpft und schauen halt, dass sie den nächsten Tag erleben und sie was kaufen können, um das bisschen Geld, das sie noch verdienen. Wenn ich auch noch ganz kurz was sagen darf. Es gab einmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, eine Cotton-Episode. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, dass unten ein Laufband eingeblendet gewesen während der Episode, dass in Duisburg ein UFO gelandet ist. Während der Episode haben hunderte Menschen angerufen und haben dieses vermeintliche UFO gesehen, das nie gelandet worden ist. Seitdem durfte auf Auflage vom ZDF, von der Produktionsfirma ZDF und ORF solche Scherze nicht mehr getrieben werden. Ja. Enlil the Myth schreibt, let's fake an alien invasion to create a new world order. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum jetzt so viele neuen... Ich kann das sofort unterschreiben, also ich glaube das auch. Ja? Ja. Das heißt... Ob die New World Order mit Hilfe der Aliens erdacht worden ist, oder einer bestimmten Alien-Gruppe, das ist wieder eine andere Frage, aber dass dieser Fake und diese Ablenkung, dass das nur diesem Zweck dient, das glaube ich sofort. Welcher Fake jetzt? Also der UFO Alien Invasion, was auch immer Fake. Ja, okay. Das ist tatsächlich, glaube ich, also ich habe da schon sehr viele Dinge drüber gelesen, allerdings merke ich mir jetzt nicht die Referenzen genau, aber es gibt da Technologien, die man entwickelt hat, wo man wirklich Hologramme in den Raum projizieren kann, ganz riesige Hologramme, und hat dort also Versuche gemacht mit riesigen Raumschiffen, Heiligen der Jungfrau Maria, was natürlich eine psychologisch unglaubliche Waffe ist, ne, wenn dann plötzlich wer auch immer am Himmel erscheint und sagt, tut dies, tut das. Absolut, ja. Also ich meine, das Ding ist nämlich, es geht glaube ich so viel verschiedenste Dinge gehen da irgendwie vor, dass es auch wirklich glaube ich schwierig, also ich will, also mir ging es jetzt, vielleicht haben das einige Hörer erwartet, aber mir ging es nicht darum, den bösen Journalismus an den Pranger zu stellen. Weil so einfach ist es, glaube ich, auch nicht. Das wäre ja super. Ne, das Problem ist auch, oder die bösen Medien. Jetzt hast du zum Beispiel uns zwar, wir sind absolut keine Skeptiker. Wir sind die Menschen, die, also ich kann es von mir sagen, ja. Ich glaube von Christian auch, wir wollen ja was glauben. Wir wollen ja eine Geschichte geliefert kriegen, die fantastisch, großartig, nie da gewesen ist. Nicht nur immer denselben Presseaussendung-Scheiß geschickt kriegen. Ja, aber was tust du damit, wenn du nur 350 Euro kriegst und die nur zwei Stunden damit auseinanderfetzen kannst? Ich versuch's trotzdem. Ich habe auch im Internet, wie du vorher erwähnt hast, den Evolver, ein Independent-Medium, ich könnte die Geschichte dort bringen. Und da, man ist halt wieder keine Zeitung, die jeder kriegt am Kiosk, aber es gibt's, man kann es herausbringen. Ich würde mich trotzdem dafür einsetzen. Wenn die Geschichte gut ist, kommt sie auch durch. Glaube ich schon. Ja. Das kann man so unterschreiben. Torek ist hinuntergerissen, schreibt er, ich habe keine Ahnung, wie er es meint, aber okay. Lese es. Ja, gut, das heißt, so richtig kommen wir halt aber auch nicht auf einen grünen Zweig. Also, auf was für einen grünen Zweig willst du kommen? Was willst du wissen? Ich will gar nichts wissen. Aber woran liegt es jetzt, glaubt ihr? Ich meine, fangen wir mal so an. Es gibt wirklich viel Material, mit dem man sich wirklich wunderbar auseinandersetzen kann. Und zum Beispiel in Magazinen, wie versteht zum Beispiel, warum hat sich das, oder hat sich Geo jemals diesem Thema gewidmet? Und ich glaube nicht. Ich lese bestimmt nicht dieses Geo, ich kann es nicht sagen. Also ich habe auch noch nie gesehen. Aber zum Beispiel, warum hat sich nie eine Zeitschrift auf diesem Niveau damit auseinandergesetzt? Ich glaube, dass es durchaus passiert. Also immer wieder auch in Mainstream-Medien ist es drinnen, aber auch zur Auflockerung und zur Abwechslung. Es ist nur nicht so, schau, ich habe auch den Eindruck gehabt bei den Interviewpartnern, es gibt schon viele Leute, die was gesehen haben und die dann glauben, die Zeitung ist ihre Pressestelle. Das ist aber nicht so. Also ich bin nicht dazu, als Journalist nicht dafür zuständig, dass ich die Ansicht von jemandem 1:1 und
nicht hinterfragt übernehme. Das muss jeder einsehen. Das muss er einsehen, ob er jetzt der Bundeskanzler ist oder ein Primarius im Spital, der mal was über seine neue Herzoperationsmethode erzählt, oder jemand, der Lichterscheinungen am Himmel gesehen hat. Ich bin nicht die Pressestelle von dem. Es sind viele Journalisten, die machen das, aber die sind selber schuld. Ja, hin und her gerissen hätte das heißen sollen, ich habe das irgendwie schlecht lesen können. Ja, ich bin hin und her gerissen, das stimmt. Ich meine, auch jetzt bei euren Aussagen, es ist alles so ambivalent. Ja? Also auch das Interview mit Jürgen Tripp und Walter Kaliber war ambivalent für mich, weil einerseits waren die Berichte eh relativ fair. Anders. Ja, ich sage jetzt einmal, wenn ihr ein bisschen den Zyniker in mir sprechen oder den Realisten in mir sprechen lasst, dann sage ich, wenn über 5 Jahre hinweg diese Lichterscheinungen über Knittelfeld zu beobachten sind, ich weiß nicht, wie oft die dann aufgetaucht sind, die Lichterscheinungen. Aber die haben wirklich sehr, sehr viele Sachen gemacht. Dann müssen mehr als 50 Menschen in Knittelfeld, außer die werden alle um 8 Uhr am Abend eingeschläfert. Aber das glaube ich nicht. Das müssen, ja, 50 haben sie bei ihnen gemeldet. Ja, das hat ja nicht so das, die reden doch auf der Straße darüber. Und Gottes wer hat das jemals, dass sie auf der Straße darüber reden? Sie werden manchmal angesprochen von Leuten. Nein. Die Leute untereinander. Wenn ich jetzt, das im 6. Bezirk, wo ich wohne, in Wien, wenn ich solche Lichterscheinungen am Himmel sehe, wird am nächsten Tag sicher im Wirtshaus und im Supermarkt und so weiter darüber geredet. Ja, aber was heißt das jetzt? Glaubst du nicht, dass sie die Sichtungen gemacht haben? Oder was ist deine Erklärung dafür? Naja, ich kann mir es nicht erklären. Es ist nur meine Frage als Realist, wo sind die ganzen anderen Leute? Die werden sie nicht alle 50 fürchten. Leute haben sie bei ihnen jetzt erst im Jahr 2008 gemeldet, wo irgendwie... In 5 Jahren, wo ganz oft was zum Sehen war. Ja, mir hat auch gewundert, das sind relativ wenige, ja, ich weiß. Aber ich stehe vor einem Rätsel so wie du und das seit 10 Jahren, seitdem ich mit dem auseinandersetze. Und mich nervt es irgendwie schon, weil es dreht sich alles im Kreis. Ja, aber du musst doch aus deinem Alltag wissen, dass alles berät wird. Im Grätzl zum Beispiel. Es wird alles wenn er vorher. Okay, aber was willst du damit jetzt sagen? Okay. Was willst du damit sagen? Es müsste in Knittelfeld zum Beispiel mehr besprochen werden. Unter den Leuten, die können auch keine Angst mehr haben, wenn sie 5 Jahre lang diese Lichterscheinungen, die leben doch unter einem Christbaum. Also, entschuldige. Ich will damit nicht sagen, dass die lügen oder betrügen, aber dann haben sie entweder von ihrem Balkon einen besonders guten Blickwinkel oder Sichtwinkel, den niemand anderer hat in Knittelfeld. Oder ich würde diese Fragen stellen zu mir. Ich würde da hinfahren nach Knittelfeld. Ja, ja. Die, in der Gegend umeinander gehe als Journalist. Das habe ich ja vor. Also ich möchte mir das anschauen. Und Leute fragen. Ich glaube auch nicht, dass in einer 12.000... Sie haben aber auch schon Sichtungen mit anderen. Also sie sind jetzt nicht da, deshalb wir können jetzt nicht zu viel auf das eingehen. Richtig. Ja? Ja, du spürst das ja da. Du spürst das da. Das ist alles Anregung gedacht. Wir kommen jetzt irgendwie Ende. Sie haben teilweise auch Sichtungen mit anderen zusammen gemacht. Sie haben also auch in einem Gastgarten haben sie so eine Sichtung gemacht, wo sie einfach da sitzen und so gerade rüber schauen. Es war einmal ein Journalist bei ihnen und sie haben auch nicht gemacht. Es gibt immer wieder Zeugen. Also es gibt da wirklich die erstaunlichsten Zufälle. Aber 12.700 Menschen. Ja, aber Moment einmal, die Leute, ich glaube nicht, dass sehr viele Leute damit wirklich an die Presse herankommen. Da muss ja ein Journalist auch unter diesen 12.000, und ich meine, es gibt ja nicht, ja, oder ein Polizist oder einer vom Militär. Ja, der hat ja das gerade nicht gesehen, was weiß ich nicht. Ich meine, eine Flugbeobachtung. Ja, genau, Flugbeobachtungsstelle, deshalb haben sie sich ziemlich geärgert. Ja. Sie wollten das nämlich melden und das einzige lapidare Kommentar war, ja, rufen Sie morgen nochmal an, sie wollten es glaube ich Austria Control melden, da ist irgendwer da, der nimmt das auf und beim Militär haben sie sich sowieso gleich abgewimmelt. Da war kein Interesse da. Das wäre meine Aufgabe als Journalist, dass ich mich bei denen erkundige. Ob die was gesehen haben. Ja, aber sie versuchen das auch. Ne? Das heißt, egal. Also, mein Eindruck dieser Knittelfeld-Geschichte ist, dass das eine extrem interessante, für mich extrem interessante Sichtungen sind, nach den Fotos, die ich bis gesehen habe und was ich bis jetzt von ihnen gehört habe. Warum das kaum wen interessiert. Ja, die Frage stelle ich schon im Ankündiger und wir haben es halt auch nicht beantworten können. Aber ich danke euch trotzdem. Also mich interessiert es. Den Christian interessiert es. Das interessiert alle. Aber es so richtig weitergehen. Ich glaube, dass wenn du auf der Straße 10 Leute fragst, interessiert es, das würden sie auch sagen, ja. Das glaube ich schon. Nur dann frage ich mich, warum gibt es dann keine ernsthafte Auseinandersetzung damit? Es gibt, wie gesagt, das Material. Hast du schon mal eine österreichische Zeitung angeschaut? Wir sind am Ende. Ja. Ich meine, das ist eine Ausrede, ne? Wir danken für das Gespräch. Ja, die falschen Gäste verabschieden sich. Nein, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass ihr die falschen Gäste. Wir waren super. Ich finde, es hat eine interessante Perspektive auf das Ganze gegeben, aber eine andere Perspektive. Mein Gott, ist halt nicht fehl. Egal. Danke, dass ihr da wart und
ja, wenn sie irgendwas tut, wir werden einfach schauen, was sich tut. Ja, und schickst du uns. Wie wir damit umgehen. Wenn sie eine gute Geschichte haben, schickst du uns. Ja. Liebe Hörer da draußen. Klar, die können sich jetzt bei euch melden. Es gibt eure E-Mail-Adressen. Gut, das nächste Mal Crop FM gibt es am, und zwar etwas außertourlich, also die nächste Sendung am 25. über das Radio, die fällt aus, leider. Aber am 27. drauf gibt es dafür eine Premiere, nämlich Crop FM Open End. Das ist aber nur per Internet zu empfangen und das wird dann von mir aus dem aus meinem Büro aus zu Hause gemütlich passieren. Mein Gast wird sein Walter Brandner, der auch jetzt unlängst mit uns diese Sendung zu Milky Way gemacht hat, etc., die übermorgen erscheint, ist eh verlinkt noch von den News. Crop FM Open End deshalb, weil das Ganze wird beginnen am Sonntag, den 27.04. um 11 Uhr Vormittag und wie lang es geht, wissen wir nicht. Titel der Sendung wird, wenn es nicht wieder Arbeitstitel ist, so wie UFOs und die Medien bei dieser Sendung, Sex, MK Ultra and Rock'n'Roll. Freue mich schon sehr und bedanke mich bei allen fürs Zuhören, bedanke mich bei den Gästen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.